Protestler auf der einen Seite, das autoritäre System auf der anderen. Festgehalten von einem Fotografen mittendrin. Er war Teil der Protestbewegung. Das heißt, er hat angefangen zu studieren und ist dann ganz schnell zum Organisator von Demonstrationen geworden. Er hat Aufrufe zu Aufmärschen gemacht, durchgeführt und diese Aufmärsche auch veranstaltet. Er hat Kriegsdienstverweigerer beraten und so weiter und so fort. Das heißt, er war Teil der Bewegung. Die Ausstellung Jerry Burnt, Beautiful America zeigt Werke von den 60ern bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Eine Zeit geprägt von revolutionären Gedanken und jungen Menschen, die dafür eintraten. Jerry Burnt, damals Anfang 20, macht es sich zur Lebensaufgabe, diese Ereignisse festzuhalten. Also es sind alles Stillleben, die ich besonders liebe. Die Protestbilder, da sind immer sehr, sehr viele Menschen drauf, das ist klar. Aber genau in der Mischung zwischen den Stillleben und diesen Protestbildern oder Bildern, wo Demonstrierende abgebildet sind oder wie auch immer, aus welchem Zusammenhang Menschen abgebildet sind, genau dieser Wechsel macht eine bestimmte Stimmung. Und diese Stimmung ist sozusagen ein Schleier der Melancholie, der sich über die gesamte fotografierte USA legt. Das Ziel seiner Fotografien war das Dokumentieren des Befindens der Menschen aus dem Blickwinkel eines Beteiligten. Durch seine Kamera untersuchte er konfliktgeladene soziale Milieus der USA. Seine Aufnahmen sollten als Gegenstück zur offiziellen Presse dienen, da diese die Bewegungen meist aus einem anderen Licht zeigte. Wir haben genau eine Dokumentation der Zustände in den USA, des gesellschaftlichen Bildes in den USA von den Ende der 60er bis 2011, aber eigentlich bis in die 80er Jahre hinein. Und genau parallel die Situation, können wir feststellen, hat sich nicht verändert. Die Ausstellung kann noch bis zum 3. Januar 2021 in den Deichtorhallen besucht werden.